Hallo und wieder herzlich willkommen bei Rise of Knights Records. Diesmal ein ganz anderes Format. Ihr habt wahrscheinlich bemerkt, dass in letzter Zeit auf unserem Kanal nicht so viel passiert ist. Hintergrund ist, dass wir mit unserer Mittelalterband ein Album produziert haben. Ihr fragt euch vielleicht, warum produziert man denn im digitalen Zeitalter noch eine CD, anstatt auf die modernen Medien wie Spotify und Co. zurückzugreifen. Der Hintergrund ist ganz einfach. Wir durften letztes Jahr das erste Mal auf dem Blütenfest in Seloa spielen und wir wurden nach einer CD gefragt, mehrfach. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir doch eine. Wir wollen euch mitnehmen in die vergangenen Monate unserer Albumproduktion und Einblicke geben in das Songwriting, Arrangieren, Mixen, Mastering, Coverdesign bis zur fertigen CD. Ja, willkommen zum ersten Teil des CD-Prozesses zum Songwriting. Das erste Lied auf dem Album hat der Christian geschrieben und deswegen blenden wir gerade zu ihm rüber. Dieses Lied ist vor mehr als 10 Jahren entstanden und war ursprünglich nur für Gitarre gedacht. Ja, mein Wunsch war es, ein mittelalterliches Lied zu schreiben, was halt christlichen Inhalt hat. Und ja, diesen Wunsch hat mir auch Gott ins Herz gelegt, überhaupt so christliche Mittelaltermusik zu machen. Und das war eigentlich so der Start. Die Weihnachtsgeschichte, die Geburt Jesu, dann in mittelalterlichem Gewand erklingen zu lassen. Das ging relativ fix und ja, hat jetzt halt über 10 Jahre gebraucht, bis es dann auf CD gelandet ist. Ja, hallo, ich bin die Hanna und ich habe die große Ehre, das Team von Rise of Knights mit einem meiner Songs zu bereichern. Ich habe das Lied Into the White geschrieben, nachdem die Anna mich gefragt hat, ob ich teilnehmen möchte an diesem coolen Projekt. Und dann war es tatsächlich so, dass ich ein brandneues Lied nur für dieses Album geschenkt bekommen habe. Und das kam einfach super schnell und es war einfach da und es beschreibt die ganzen Themen, die mich zu dieser Zeit beschäftigt haben. Ich bin so ein richtiger Control-Freak und es fällt mir nicht leicht, dass Gott so die komplette Kontrolle über mein Leben hat. Das ist immer so meine Herausforderung, aber ich möchte es sehr gerne, weil ich einfach weiß, dass er die besseren Pläne hat. Und transform me, veränder mich. Das ist so mein Gebet. Das ist ein Gebet, dieses Lied. Und ich habe beruflich viel mit Asche zu tun, weil ich immer im Feuer wühle und ja, aus der Asche irgendwie Nägel raushole und dann sehe ich auch immer so ein bisschen aschemäßig aus. Ja, ich möchte einfach die Frau werden, die Gott sich so ausgedacht hat und nicht nur in der Asche wühlen. Und diese ganze Kontrolle, die ist zwar schön und gut, aber die führt einen ganz schön in so eine Enge. Und Gott hat Weite verheißen für uns alle. Und genau darum geht es in diesem Lied, Out from the Narrow into the Wide. Tanz, da kennt ihr ja das Musikvideo schon von und auch so ein bisschen die Hintergrundstory, dass es eigentlich auf das Zeugnis von der Petra Leppert zurückgeht, aber ich möchte euch gerne auch ein bisschen noch erzählen, wie das dann entstanden ist. Also Petra hat ihr Zeugnis erzählt in der Gemeinde im Gottesdienst und dann hatte ich so den Eindruck, so von den ersten Versen, von den ersten Melodieideen, die habe ich dann im Auto schnell so in mein Handy reingetippt und aufgesungen und dann später das nochmal überarbeitet und dann einen fertigen Liedtext geschrieben. Tanz ist ein Lied, in dem wir sehen, dass Jesus sich nach uns sehnt. Der König kommt, um die Gefangenen frei zu machen. Wir wissen, Jesus hat das getan am Kreuz für uns, für jeden Einzelnen, für uns als Team, für dich, für alle, die ihn suchen. Die zweite Strophe von Tanz handelt um den Siegesjubel. Es geht darum, dass der Himmel jubelt und dass die Schöpfung jubelt über den gewonnenen Sieg. Und wie man auch im Musikvideo sieht, ist quasi das Ende des Ganzen, wie der König, also Jesus, seine Braut heimholt am Ende der Zeit. Das nächste Lied ist auch das Titellied des Albums, das heißt Tritt ein. Entstanden ist dieses Lied, als mein Mann und ich noch in der Nähe von Homburg gelebt haben. Also Gruß an der Stelle an unsere lieben Pfälzer und Saarländer. Tritt ein spricht von der ersten Sehnsucht nach Jesus. Und dann dieses wirkliche Realisieren, dass eigentlich niemand würdig ist, in seine Gegenwart zu kommen.
Und dann die Stelle, wo ich sehe mich voll des Blutes. Das ist die Stelle, in der man realisiert, dass das Blut Jesu alles erkauft hat. Dass wir reingewaschen sind durch das Blut Jesu. Und dadurch fähig sind, in das Allerheiligste einzutreten, dort, wo die Gegenwart Gottes ist. Also Tritt ein ist kein gewöhnliches Lied, was jetzt nach Strophe, Refrain, Bridge gegliedert ist, sondern es ist eine Geschichte. Im ersten Chorus kommt man in die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart von Jesus. Er sagt, leg deine Hände in meine Wunden, erkenne mich, wer ich bin. Halte dein Ohr auf meine Brust, hör meinen Herzschlag. Also dieser ganz intime Moment, wo man das erste Mal wirklich realisiert, wer Jesus ist. Der zweite Teil oder der zweite Refrain im Grunde ist dann, in der Gegenwart Jesu ausgerüstet zu werden für den Alltag, der kommt. Und aber auch die Aussicht darauf, dass Jesus wiederkommt. Der Schluss dieses Liedes heißt, ich komme bald. Und dann wieder die Einladung, drum tritt ein. Also komm in die Gegenwart Gottes, komm in die Gegenwart Jesu. Lass dich vorbereiten für die letzte Zeit, die da kommt. Here I Am ist eines der ersten Lieder, die ich jemals geschrieben habe. Das ist schon ganz lang her, ich glaube 2014. Und das hat jetzt quasi einen neuen mittelalterlichen Charakter bekommen. Here I Am spricht von der Sehnsucht auf die Zeit, wenn Jesus mal herrscht. Wie es sein wird, wenn er König ist über alles. Und wie es sein wird, tagtäglich in seiner Gegenwart zu leben. Gleichzeitig ist Here I Am aber auch ein besonderes Lied für alle Shofarbläser und für alle Bannerträger. Einfach sich da hineinfallen zu lassen und auf ihren Instrumenten und mit ihren Flaggen Jesus anzubeten. Vertraue auf den Herrn ist eine Vertonung des Psalms 27. Und es soll ermutigen, gerade in schwierigen Zeiten wirklich an Gott festzuhalten. Hallo liebe Rise of Nights Mittelalterfreunde, es ist tatsächlich geschafft. Das Album Tritt ein von den Risies ist abgeschlossen und wenn ihr das hier seht, könnt ihr die CD auch erwerben. Ich war für die Arrangements zuständig und ich habe hier auch ein Arrangement vorbereitet, dass wir mal drüber schauen können. Es geht um das Lied Spielmannslied. Und ja, das ist meine eigene Komposition und was ich mir dabei gedacht habe und was ich alles dafür gebraucht habe, um dieses Lied entstehen zu lassen, das sehen wir jetzt. Schauen wir mal rein. Alles klar, wir sehen hier einen markierten Bereich, das ist Arrangierbereich. In den Ordnern verbergen sich hier im Ordner Vocals alles, was mit Gesang zu tun hat. Buzuki, ein achtseitiges, ursprünglich griechisches Instrument. Genau, da habe ich einige Spuren, wie man hier sehen kann. Außerdem eine Akustikgitarre. Da sind auch einige Spuren hier im Arrangement enthalten. Und jetzt kommen wir zu etwas sehr Wichtigem. Da es natürlich um eine CD geht, brauchen wir ein richtig schönes Klangbild. Wir brauchen eine Klangwelt, eine mittelalterliche Klangwelt. Und die kriege ich mit drei Instrumenten halt einfach nicht hin. Zumal ich nicht alle Mittelalterinstrumente der Welt zu Hause habe. Da musste ich mich eines Trickes bedienen und dieser Trick nennt sich VST. VST sind virtuelle Instrumente, die vom Rechner aus reingeladen werden. Ich kann die dann auf meine Tastatur legen und dazu spielen. Und die schauen wir uns jetzt an. Im VST-Ordner haben wir jetzt eine Sopranflöte. Kirimia ist quasi sowas wie eine Schalmei. Man kann es hier sehen, das ist so dieses Bild. Fidule ist sowas wie ein Geigeninstrument. Gotische Harfe, Renaissance-Harfe, das brauche ich, denke ich, nicht erklären. Viola da Gamba ist was Interessantes. Das ist eine Mischung aus Streichinstrument und Gitarre. Man hat einen Bogen zum Streichen und aber Bünde wie bei der Gitarre. Die Hurdy-Gurdy, eine Drehleier zu Deutsch. Das Instrument, was sich Anna als nächstes zulegen wird. Es ist schon bestellt, nur noch nicht da. Kennt man auch, man dreht und leiert. Und Streicher, ja, ein Streichersatz, damit es nochmal ein bisschen epischer klingt. Celesta, das ist ein kleines Klavier, was einen Glöckchensound hervorbringt. Ein Beat habe ich auch, und zwar den Beat
des Mittelalters. Becken, Handdrums, Execution Snare, Tambourin, Shaker, Kesseltrommel, ein Reverse-Effekt habe ich hier mal mit reingenommen. Da habe ich dann einen Tom-Schlag, boom, der dann quasi rückwärts wiedergegeben wird, damit so eine Art Crescendo entsteht. Und Toms. Es gibt noch ein paar Effekte, wie zum Beispiel ein Pad-Sound oder ein Sub-Bass, um das Ganze anzureichern. Das Intro. Und ursprünglich sollte ja nur die Gitarre klingen. Und ja, ist halt ein bisschen leer da an der Stelle. Was fehlt denn da jetzt noch? Die Mittelalterinstrumente helfen uns. Ich habe hier zum Beispiel jetzt die Streichersektion. Die bringt enorm viel Atmosphäre. Hört es euch mal an. Mit dem Motiv, mit der Melodie. Dazu gesellt sich dann halt die Flöte noch und hier diese Fidule. Die Harfe, die rundet das Ganze dann richtig schön ab. Klingt dann so. Und wir gehen mal weiter. Mein Wunsch, einmal tief zu summen, klingt so. Jetzt fragt ihr euch eventuell, warum das komisch klingt. Das liegt daran, es ist oktaviert. Also ich habe meine eigene Stimme runtergepitcht. Nachher hat mir Uwe wahrscheinlich noch geholfen, indem er dann aufgesungen hat. Was heißt wahrscheinlich? Er hat hundertprozentig seine Bartstimme verwendet. So, auf jeden Fall meine normale Stimmlage. Auf der linken Seite des Ohres. Und auf der rechten Seite die Oktave, das bringt dann halt nochmal ein bisschen mehr Rums. Also, hören wir mal in den ersten Vers rein. Die Sopranflöte übernimmt gerade die Melodie. Buzuki kommt mit rein. Und jetzt nochmal ein kleines Ear-Candy, ein Hinhörmoment. Dieses leicht orientalische, aber ich finde, es klingt ganz cool. Und dann kommt dann so ein Fill, so eine Überleitung, die uns dann in den Refrain reinbringt. Also viele Instrumente doppeln die Melodie gerade und jetzt kommt die Überleitung zur nächsten Strophe. Und da ist die Hurdy-Gurdy, die Melodie spielt. Sopranflöte doppelt. Achtung! Was ist denn da passiert? Da gab es so einen kleinen Drop, den ich damit eingebaut habe. Also das heißt, wir haben einen 6/8-Takt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und innerhalb dieses 6/8-Taktes kann man auch den Takt ein wenig verändern, dass es zu einem gefühlten Dreivierteltakt wird. Und genau das ist hier passiert. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puff. Und dann schweigen alle Instrumente und die Harfe macht Ding, Ding, Ding. Hört es euch mal an. Und wir sind wieder im Chorus. Auch sehr schön. Die Kirimia und Sopranflöte hier an der Stelle haben ein wundervolles Duett. Einstimmig zuerst. Und dann? Und da haben wir es halt. Also so Instrumente habe ich natürlich nicht zu Hause, aber die bringen halt schon wirklich so diesen mittelalterlichen Touch damit rein. Einfach cool. Zweiter Chorus ist geschafft und jetzt geht's zum Übergang in die Bridge. Da grummelt so ein Instrument
in der Tiefe umher. Und das ist hier die Gambe, die Bassgambe und Tenorgambe. Das sind die zwei Kollegen, die jetzt gerade hier so den Übergang machen. Wir hören es uns mal an. Also die Bassgambe macht erstmal Grundtöne. Tenor dazu. Und jetzt. Die hat so einen schönen rauchigen, kratzigen Sound, dass das schon so ein bisschen wie eine mittelalterliche E-Gitarre wirkt. Vor allem jetzt, wenn es dann gleich zu dem Solo in der Bridge geht, da hören wir es dann auch so. Da habe ich so Quinten gespielt. Ja, zu Englisch Power Chords. Und ja, das gibt nochmal mehr so dieses Bild von der E-Gitarre. Und jetzt aber nochmal zur Bridge in den Kontext. Also das heißt, wir haben jetzt mal die Gambe gehört, wie sie so klingt. Oder die Gamben. Und schauen wir mal, wie sich das Ganze aufbaut. Wir haben zuerst die Gamben. Als nächstes kommt die Harfe dazu. Die Fidule. Und sehr wichtig, ein Chor. Und schon sind wir in der Bridge mit dem Gitarrensolo. Ich habe eine kleine Gitarrenwand aufgebaut, indem ich dann hier die Bouzouki erstmal hergenommen habe. Also die macht erstmal so die Begleitung. Dazu gesellt sich dann die Bassgambe. Und jetzt kommt wieder mein Spruch mit der E-Gitarre. Außerdem dann die Hurdy-Gurdy. Also das ist schon eigentlich hier an der Stelle Rock, was ich gemacht habe. Also von wegen Mittelalter, das ist Rock-Mittelalter. Die Solo-Gitarre habe ich dreimal aufgenommen, nacheinander, damit das Ganze ein bisschen mehr Fülle gibt. Das heißt, ich habe die erste Gitarre in der Mitte. Die andere links, die andere rechts. Breakdown. Wieder die Melodie. Von der Harfe und von der Celesta. Ich liebe das einfach, das ist wie Filmmusik. So, die Harfe doppelt das Ganze, also beide Harfen, und machen dann noch so einen schönen Abschluss. Das ist wieder die Melodie. Ja, und jetzt noch den dicksten Abschluss, den es gibt. Also hier wieder unsere mittelalterlichen E-Gitarren, die das Ganze einfach rocken. Ich mute mal diese E-Gitarren. Klingt völlig anders. Ja, und das war es eigentlich im Grunde genommen. Also wir haben etliche Instrumente, die ich aus dem Rechner nehmen musste, um diese Klangwelt überhaupt erzeugen zu können. Jetzt möchte ich euch ganz gerne noch ein paar Instrumente zeigen, die ich live eingespielt habe. Da wären unter anderem diese Flöte hier. Das ist eine Irish Low Whistle in D gestimmt.
Wie der Name schon sagt, kommt dieses Instrument aus Irland, hat gar nicht so sehr diesen mittelalterlichen Bezug, aber der Klang, der fügt sich wunderbar einfach in diese Songs ein, wie zum Beispiel bei Here I Am. Oder bei Tritt ein. Klingt schön rauchig. Genau, wir bleiben bei irischen Instrumenten, wobei dieses hier ursprünglich aus Griechenland kommt. Und ja, der einzige Unterschied zu der griechischen Bouzouki und dieser Irish Bouzouki ist der Rücken. Die Irish Bouzouki ist flach hinten und die griechische rund. Und ja, dieses Instrument hat eine sehr offene Stimmung. Hier G, D, A, D. Dieses Instrument ist doppelt besaitet. Hier mit oktavierten Saiten und hier Unisono-Saiten. Und da kann man halt einen schönen offenen Klang gestalten, wie zum Beispiel so hier. Super cool, da brauchen wir eigentlich schon fast nicht mehr. Dieses Instrument habe ich in eigentlich allen Songs drinne und manchmal auch dieses hier. Eine herkömmliche Gitarre. Um einfach so ein bisschen ja, gewohnteren Sound nochmal mit reinzubringen. Das sind so diese Instrumente, die live eingespielt worden sind. Ah, aber da fällt mir ein, eins fehlt noch. Und das ist ein Shofar. Das Volk Israel hat dieses Instrument immer gespielt, so als Warnsignal oder zum Lobpreis. Und meine Frau hat es eingespielt, auch in Here I Am. So klingt das. Es ist ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen, ein Wunsch, den mir Gott ins Herz gelegt hat, wofür ich einfach unglaublich dankbar bin. Ich freue mich sehr darüber, dass dieses Projekt zu einem Ende gefunden hat, weil es war enorm viel Arbeit, es war nicht immer leicht und war mit vielen Hindernissen verbunden, aber Gott hat es gemacht und ihm sei alle Ehre. Soli Deo Gloria, seid gesegnet und genießt die CD.